Im Namen Gottes, Grund allen Lebens, und im Namen Gottes, in Jesus Christus, unser Bruder, auferstanden von den Toten, und im Namen Gottes, Kraft des Heiligen Geistes, die versöhnt, vollendet und befreit. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Positiv sichtbar, ins Licht gerückt. So haben wir diesen Gottesdienst heute am Welt-AIDS-Tag 2021 überschrieben. Dahinter steht die Hoffnung, dass sich niemand mehr aufgrund einer HIV-Infektion verstecken und schämen muss. Dahinter steht die Hoffnung, dass es einen Grund gibt, der uns trägt und verbindet und in dem wir alle so sein dürfen, wie wir sind. Das heißt nicht, dass wir nicht auch besser werden könnten, als wir sind. Darum rücken wir heute Anliegen ins Licht und teilen Hoffnungen und Wünsche und wir feiern Advent. An diesem Tag in der Überzeugung, dass das Heil der Welt noch aussteht, aber ganz sicher kommen wird. Ich begrüße also uns alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst im Namen unserer Vorbereitungsgruppe Katja Griewatz und Susanne Westrup, Krankenhaus, Infektionsambulanz Mara, Peter Struck, AIDS-Hilfe, Christoph Mühr, Huck, Bertolt Becker bin ich, Süsterkirche. Und wir haben heute noch Carsten Karras und Jamie Martin, die ebenfalls beteiligt sind. Herzlich willkommen. In alter Verbundenheit auch ihr lieben Vosas, die ihr heute hier singt, unter der 2G-Plus-Regel. Möglicherweise das letzte Mal, dass hier für lange Zeit ein Chor singt. Advent ist in alter Tradition eine Fastenzeit, eine Zeit der Reduktion und Besinnung. Eine Zeit, die auf einen Neuanfang zielt. Genau das brauchen wir offensichtlich gesellschaftlich im Moment besonders. Darum tragen wir beim Eintreten in die Kirche Masken, setzen sie beim Hinausgehen wieder auf. Wer mag und will, trägt die Maske durchgehend während des Gottesdienstes. Und indem wir durch Abstand aufeinander achten, bringen wir eine Nähe zum Ausdruck und teilen Gemeinschaft, die nicht auf körperliche Nähe, sondern auf Gott gründet. Wir wollen auf das Singen der alten Adventslieder im Gottesdienst nicht verzichten, doch bitten wir dabei ausschließlich mit FFP2-Masken zu singen, um auch hier Infektionswege einfach zu verringern. Infektionswege, das ist das Stichwort, bei dem ich an Peter Struck von der AIDS-Hilfe Bielefeld weitergebe. Im Jahr 2020 haben sich die meisten positiven Entwicklungen der letzten Jahre im HIV-Bereich fortgesetzt. Die Zahlen für Deutschland beruhen auf den Schätzungen des Robert-Koch-Instituts und beziehen sich auf das vergangene Jahr. Im Jahr 2020 wurde HIV in Ostwestfalen bei 51 Menschen diagnostiziert. Davon leben 20 in Bielefeld. In Deutschland leben rund 91.400 Menschen mit HIV. Diese Zahl steigt erfreulicherweise langsam, aber kontinuierlich an, denn sie weist vor allem darauf hin, dass Menschen mit HIV heutzutage länger und besser leben, wenn sie sich frühzeitig testen lassen und behandeln lassen. 2020 wussten etwa 90% der Menschen mit HIV von ihrer Infektion. 97% aller Menschen, die von ihrer HIV-Infektion wissen, erhalten eine HIV-Therapie. Etwa 96% der Therapien verlaufen erfolgreich. Das bedeutet, dass bei ihnen kein Virus mehr im Blut festgestellt wurde. Und das bedeutet wiederum, dass das Virus auch nicht mehr übertragbar ist.
Die Anzahl der Neuinfektionen ist im Jahr 2020 auf 2000 gesunken. 2019 waren es 2300. 1600 Männer und 400 Frauen haben sich infiziert. 55% der Neuinfizierten sind Männer, die Sex mit Männern hatten, 26,5% heterosexuell und 18,5% DrogengebraucherInnen. Die Neuinfektionen sind bei Männern, die Sex mit Männern haben, wiederholt zurückgegangen. Bei ihnen werden HIV-Infektionen früher festgestellt und gut behandelt. Sie profitieren gut vom Schutz durch Therapie. Seit 2013 steigen bei heterosexuellen und drogengebrauchenden Menschen die Neuinfektionen leicht, aber kontinuierlich an. 380 Menschen sind 2020 an den Folgen von AIDS gestorben. Das Robert-Koch-Institut verweist jedoch darauf, dass die verminderte Inanspruchnahme der Testangebote infolge der Corona-Pandemie einen Teil des Rückgangs der Neuinfektionen auch nur vortäuschen könnte. Während des Lockdowns waren zum Beispiel die meisten AIDS-Beratungsstellen der Gesundheitsämter, in denen ein kostenloser und anonymer HIV-Test möglich ist, geschlossen. Wie sieht es weltweit aus? Weltweit leben 37,7 Millionen Menschen mit HIV. Die Anzahl der Neuinfektionen ist seit 2010 um 31% gesunken. Dieser Trend gilt jedoch nicht für Osteuropa und Zentralasien. Dort sind die Neuinfektionen in den letzten 10 Jahren um 43% gestiegen. Die Anzahl der Menschen, die an AIDS verstorben sind, ist ebenfalls gesunken. Auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise im Jahr 2004 starben 1,7 Millionen Menschen an AIDS. 2020 waren es 680. Davon waren 100.000 Kinder unter 15 Jahren. Das sind immer noch viel zu viele Menschen. Positiv sichtbar, ins Licht gerückt. Zitate von Menschen, die mit HIV leben. Ich dachte, im Gesundheitswesen bin ich gut aufgehoben. Leider ist oft das Gegenteil der Fall. Als positive Frau mit einem positiven Kind werden einem beim Arzt schon sehr oft unangenehme Fragen gestellt. Sehr oft bekommt man Mitleid für das Kind und als Mutter bekommt man die Schuld zugeschrieben. Ich wünsche mir mehr Licht. Ich stehe in keinem Lebensbereich offen dazu. Ich habe schon in der Schule mitbekommen, dass AIDS mit was Negativem in Verbindung gebracht wird, dass ich da, glaube ich, so eine Angst davor habe, verurteilt zu werden. Ich wäge genau ab, welcher Person ich von meinem HIV-Status erzähle. Und beim geringsten Zweifel erzähle ich nichts. Ich wünsche mir mehr Licht. Diese Geister, die man füttert, wenn man nicht darüber spricht, werden größer. Es bleibt so ein Verhaften in der verinnerlichten Stigmatisierung aufgrund der wohl auch gemachten Erfahrungen und Befürchtungen. Aber man belässt diesen Status quo
Und so bleiben wir in dieser glibberigen, dunkelgrauen Masse und es macht Schatten in unser schönes Regenbogenleben, das wir alle haben könnten, ob schwul, lesbisch, hetero oder wie auch immer. Ich wünsche mir mehr Licht. Das war bei einem Date im Restaurant. Wir haben uns kennengelernt und irgendwann habe ich ihm von meinem HIV-Status erzählt. Und dann ist er einfach aufgestanden und abgehauen und ich sitze da und fühle mich schmutzig und wertlos, wie Müll. Seit ich positiv bin, habe ich keinen Sex mehr. Am Anfang war es die eigene Angst, jemanden anzustecken. Nun ist es die Zurückweisung der potenziellen Partner. Ich wünsche mir mehr Licht. Deswegen kommt dann immer wieder die Schuldfrage. Das heißt, natürlich wissen meine Freunde, dass ich rumgehurt habe. Das tue ich auch gerne. Ich habe auch Spaß dabei. Und trotzdem jetzt, sozusagen mit dem Ergebnis HIV, doch als Strafe. Oder es ist ja wieder Selbstschuld, also die Diskriminierung, die ich tatsächlich empfinde. Und ich weiß auch nicht, wie ich für mich damit umgehen soll. Und das ist nach wie vor etwas ganz Schreckliches. Ich wünsche mir mehr Licht. Ich schaue auf die brennenden Kerzen. Still und unaufdringlich schenken sie ihren Glanz und brennen hinein in die Dunkelheit. Ich will mich öffnen auf dein Licht hin, o Gott. Wie gern würde ich das ausstrahlen, was der Schein der Kerze vermittelt. Wie sehr warten die Menschen um mich herum auf ein freundliches Gesicht, auf ein befreiendes Lächeln, auf einen wohlwollenden Blick, auf ein ermutigendes Nicken, ein gutes Wort, auf geduldiges Zuhören, auf ein kleines Zeichen der Zuneigung. Ich will mich erleuchten lassen von dir, o Gott, der Quelle des Lichts. Aus dieser Lichtquelle will ich immer wieder neu die Kraft schöpfen, um trotz meiner Unsicherheit und Bequemlichkeit auf andere zuzugehen. Auch wenn ich keine große Leuchte sein kann, so will ich doch daran denken, dass es besser ist, auch nur ein kleines Licht anzuzünden, als über die böse Dunkelheit zu klagen und zu schimpfen. Auch wenn ich nicht immer Feuer und Flamme für dich bin, o Gott, so lass es doch wenigstens in meiner allernächsten Umgebung ein wenig nach Wachs riechen. Thank you.
Ich lese uns die Geschichte von der Heilung eines Blinden, wie sie im Markus-Evangelium im 8. Kapitel in den Versen 22 bis 26 steht. Jesus und seine Jünger kamen nach Bethsaida. Dort brachten die Leute einen Blinden zu ihm. Sie baten Jesus, berühre ihn. Und Jesus nahm den Blinden bei der Hand. Er führte ihn aus dem Dorf heraus und dann spuckte Jesus ihm auf die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, was siehst du? Er blickte auf und antwortete, ich sehe Menschen. Sie sehen aus wie Bäume, die umhergehen. Noch einmal legte Jesus ihm die Hände auf seine Augen. Da konnte er klar sehen. Er war geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh aber nicht hinein in das Dorf. Liebe Freundinnen und Freunde, what a wonderful world, da wird einer geheilt. Hören wir die Geschichte des Markus-Evangeliums, so geht es auf den ersten Blick um jemanden, der krank ist und gesund wird. Und ich frage mich, teilt diese Geschichte also unser Denken ein in krank und gesund, Menschen, die clean sind und andere eben nicht? Haben wir also mit dieser Erzählung eine Furche, einen Graben, der sich auftut, der Graben zwischen gesund und krank, zwischen den einen und den anderen? Weitere Gräben liegen dann nämlich auf der Hand, arm und reich, geimpft und nicht geimpft, behandelt und nicht behandelt, mit und ohne HIV. Durchzieht diese Geschichte also eine Furche, von der wir uns fürchten müssen, weil sie die Spaltung der Gesellschaft vorantreibt? Auf den zweiten Blick scheint es mir in der Geschichte aber nicht um diesen Graben von gesund und krank zu gehen, sondern um einen Prozess, sehen, lernen. Jesus braucht in dieser Geschichte zwei Anläufe, damit der Blinde wirklich sehen kann. Geheilt werden, das könnte ja schneller gehen mit dem Wunderheiler Jesus. Zwei Anläufe, das ist einer zu viel, das schmälert die Wunderkraft. Die Erzählungen haben dann auch der Evangelist Matthäus und Lukas weggelassen, vermutlich, weil ein missglückter Versuch einer Heilung nicht so sehr ins Bild passen zu dem Jesus, der Kraft hat und keine halben Sachen macht. Zwei Anläufe könnte es sein, dass der Evangelist Markus uns damit einen Hinweis geben will, wie die Geschichte zu lesen sei. Nicht vordergründig also als Heilungsgeschichte, sondern als Erzählung über einen Prozess sehen lernen. Nimmt uns Markus mit in eine Augenschule des Sehens, damit wir erkennen, was über das hinausgeht, was in den Dörfern sonst üblich ist. Geh nicht zurück in das Dorf, gewinn einen anderen Blick, neu denken. Der Evangelist Markus erzählt diese Geschichte über das Sehenlernen, weil sich eine Frage anschließt in seinem Evangelium, die total zentral ist. Wer ist Jesus? Ist es der Messias oder doch nur ein Prophet, was ja auch nicht wenig wäre? Petrus, die Spitzenkraft in der Mannschaft Jesu, bringt es auf den Punkt, du bist der Christus, der Messias. Wer das richten wird, was uns hier gerade widerfährt, der das richten wird mit Römern und mit Recht und Gerechtigkeit und einem ordentlichen Gesundheitswesen. Du bist der Christus, der starke Mann Gottes. Was sieht Petrus? Siehst du den Menschen oder sieht er Bäume umhergehen?
Jesus entgegnet: Der Menschensohn wird viel leiden müssen und umgebracht werden und in einer neuen Kraft auferstehen. Das aber will Petrus nicht hören. Seiner Ansicht nach ist der Christus, der Messias, niemand, der aufs Kreuz gelegt wird und ohnmächtig stirbt und das Projekt Gottes von einer besseren Welt mit seinem Leben bezahlt. Jesus ist jemand, der heilt, nicht jemand, der selber Heilung braucht. Diese Sicht der Dinge widerspricht Jesus. Was du sehen willst, Petrus, ist ein Heiland ohne Kreuz, einen omnipotenten Halbgott, der für alle und alles etwas richtet, einer, der herrscht, aber nicht dient. Du hast einen falschen Blick, du schielst nach der Macht, du trennst zwischen Macht und Ohnmacht, du ziehst einen Graben, Furcht zeichnet deinen Blick aus. Doch siehe, fürchte dich nicht. Gottes Kraft ist auch im Schwachen mächtig. So gelesen will die Erzählung des Markus die Augen öffnen. Die Jünger sind es nämlich, die sehen lernen sollen. Sie sind es, die blind sind, weil sie nicht sehen, dass jemand, der am Kreuz sterben wird, mehr Gotteskraft entfaltet als ein Kaiser Augustus und alle, die ihm folgen werden. Die Blindenheilung ist eine Erzählung, in der der Blinde sehen lernt und wir daran erkennen, dass wir blind sind, weil wir die Welt aufteilen und nicht darüber hinausdenken. Augen auf, diese Furche, die wir ziehen, wenn wir die Welt spalten, ist eine Furche der Furcht. Augen auf, sehen lernen. Nicht die Welt einteilen, uns zusammengehörig denken. Die Gemeinschaft aller Kinder Gottes sehen. Vielleicht brauchen wir dazu viele Anläufe. Vielleicht wird es uns so gehen, dass wir denken, ich sehe Menschen, die wie Bäume umhergehen. Aber mit Gottes Kraft ist das zu schaffen. Sehen lernen. Also heute am Welt-AIDS-Tag Augen auf. Gemeinsam wird's ein Ganzes, positiv sichtbar, ins Licht gerückt. Wenn ich sehen lernen könnte, was würde ich mir wünschen? 56% der Befragten des Forschungsprojekts, positive Stimmen 2.0, berichten über mindestens eine negative Erfahrung im Gesundheitswesen in den letzten 12 Monaten. Seit den 90er Jahren arbeite ich in der Infektionsambulanz und in der Anfangszeit war es schwierig, HIV zu behandeln. Es gab keine Therapien, es gab keine Medikamente für eine ursächliche Behandlung. Seit 1995 gibt es zunehmend mehr Wirkstoffe gegen HIV. Sie alle unterdrücken die Virusvermehrung. 2021 sind alle PatientInnen der Infektionsambulanz behandelt und gelten fast ausnahmslos als nicht mehr ansteckend. Das ist toll und wichtig. Hierzu gibt es ja auch die große Kampagne der AIDS-Hilfe N gleich N, nicht nachweisbar, nicht übertragbar. Bitte sagen Sie es weiter. Trotzdem berichten Patientinnen immer wieder von diskriminierenden Situationen und Ablehnung im Gesundheitswesen, möglicherweise oft basierend auf Unwissenheit. Manchmal kommt es im besten Falle dann zu aufklärenden Gesprächen und dann zu einem guten Miteinander. Aber es sollte ja nicht die Aufgabe der Hilfesuchenden im Gesundheitssystem sein, aufzuklären. Deshalb wünsche ich mir Licht in den Arbeitszimmern der Akteure im Gesundheitswesen. Krankenpflegepersonal, ärztliches Personal, medizinische Fachangestellte, Rettungssanitäterinnen und alle anderen. Starke, helle Leselampen, um sich fortzubilden und zu begreifen, eine Angst vor Ansteckung behandelnder Menschen mit HIV ist unnötig.
Eine Sonderbehandlung und unangemessene Fragen bei dem Wunsch, einen HIV-Test durchzuführen oder eine Behandlung anzufangen, sind ausgrenzend. Wenn ich mir wünsche, sehen zu lernen, dann würde ich mir wünschen, allen Menschen mit HIV oder anderen Erkrankungen wird im Gesundheitssystem vorurteilsfrei begegnet. Hallo, mein Name ist Carsten Karas, ich bin 56 Jahre alt und bin schon seit über 30 Jahren HIV-positiv. Ich habe viel erlebt, aber gerade in letzter Zeit merke ich immer wieder, was ich mir wünschen werde, wäre mehr Wissen. Katja hat das schon angesprochen. Einfach zu wissen, sich zu informieren, was ist HIV, was ist AIDS wirklich heutzutage. Zu wissen, dass es in anderen Regionen der Welt noch ganz anders aussieht. Und dieses Wissen auch teilen, unbedingt teilen. Ich wünsche mir, dass ihr solidarischer seid. Dass ihr jetzt nicht nur hier in dieser Kirche seid, weil das Thema euch interessiert und euch berührt, sondern dass ihr auch erzählt, dass ihr hier wart. Dass ihr immer wieder Gespräche mit anderen sucht und sagt, das ist meine Einstellung zu HIV und zu AIDS, um solidarisch zu sein, um Diskriminierungserfahrungen, die wir gerade gehört haben, im Keim zu ersticken, dass ein Positiver den Mut an euch findet, sich zu öffnen. Hallo. Ich stehe jetzt vor Ihnen und ich soll mir eigentlich etwas wünschen. Ich habe lange überlegt, was kann das sein? Bis mir dann eigentlich aufgefallen ist, dass ich mir nichts wünsche. Nein, ganz im Gegenteil. Ich erwarte es. Ich erwarte, dass man uns Menschen mit HIV-positiver Diagnose genauso behandelt, wie jeder andere Mensch es auch verdient. Mit Würde, mit Respekt, Auge um Auge in dem Sinne. Ich bin weder anders, besser, schlechter als jeder andere, der vor mir steht. Daher wünsche ich es mir nicht. Ich erwarte es. Ich erwarte, dass sich das ändert. Es wird etwas dauern, aber wenn wir alle anfangen, es zu erwarten und es auch fordern, vielleicht geht es dann ein klein wenig schneller. Ich wünsche mir für uns alle, ich wünsche mir, dass niemand mehr blind ist, dass alle Augen geöffnet sind füreinander, dass wir einander ansehen, nicht in der Absicht, all die vermeintlichen Fehler und Schwächen der anderen aufzudecken und unsere eigenen Ängste zu schüren, sondern in der Absicht, einander Gutes zu tun. Ja, ich wünsche mir, dass wir einander mit wohlwollenden und liebevollen Augen ansehen können, dass alle Tränen gesehen und gezählt sind, nicht nur von Gott, sondern durch möglichst viele von uns, die nicht aufhören, diese Tränen zu trocknen, einander zu unterstützen und zu stärken. Ja, das wünsche ich uns allen. Thank you.
gemeinsam können wir das Angesicht dieser Erde verändern. Heute leuchtet die Kirche von außen rot. Wir haben sie ins rote Licht gestellt, weil dieser Gottesdienst ein Bestandteil einer Projektreihe ist, nämlich ins Licht gerückt für Menschenrechte und Gewaltfreiheit. Wir werden an internationalen Gedenktagen diese Kirche in die Farbe des Gedenktages hüllen und in der Kirche einladen, diesem Gedenktag und seinem Anliegen Gehör zu verschaffen durch Menschen, die mit diesem Gedenktag in Bielefeld verbunden sind. Am 10. Dezember ist der internationale Tag der Menschenrechte. Da wird die Kirche in Blau erstrahlen. Israel,